Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Halo's Partners. So, da mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe. Mit der fünften Mission aus der ersten Operation oder Operation A Umbra. So, das letzte Gefecht. Weniger als eine Stunde nach ihrer Ankunft auf X50 hatte die Allianz den Mond bereits eingenommen. Aber trotz der heftigen Kämpfe auf X50 ahnte die UNSC-Basis auf Daedras 5 von nix. Dies lag an den speziellen Magnetresonanz des Planeten, die jede außerplanetarische Kommunikation teilweise völlig unmöglich machte. Während Spartan Davis den Kampf auf X50 fortführte, setzte Spartan Palmer ihren Plan in der Tat um und machte sich auf den Weg nach Daedras 5, um die Kolonie vor dem bevorstehenden Angriff zu warnen. Palmer befahl den Marines, in ihre Nähe zum Hornet-Landebereich zurückzufallen. Nur 6 von ihnen erschafften es, sie waren aber in der Lage, eine Überzahl an Allianztruppen zurückzuhalten, bis Palmer endlich fliehen konnte. So. Okay, ich habe einmal Schrotflinte und die Magnum-Pistole bei mir. Sprintfertigkeit und Booster. Ich brauche keinen Booster. Dann bin ich mal startbereit. Überleben Sie, bis die Hornet eintrifft. Da kommen Sie! Okay. Okay. Das heißt, ich muss. Stellung halten. Ups. Okay. Nochmal das Ganze. Wir kriegen Gesellschaft. So. Was sind wir da? Ah, glaub ich hab, ja okay, jetzt weiß ich hab gegen den Tank geschossen. Ist auch hochgegangen. Okay, überall Fässer, die explodieren. Habe ich noch?
So, schnell Schrotflinte. 8 Stunden gedauert dann noch. Vorne trifft gleich ein. Boah, da kommt ein Raid. Was? Ah, unfassbar. Da sind noch mehr. Eigentlich wollte ich den Raid haben, aber nein, da hat mich der Raid doch überfahren. Die Heilung nehme ich definitiv mit. Ich gibt auch beschützbar Mann. Ich könnte hier jetzt 3,5 Minuten Schütz bleiben. Aufpassen, dass das Geschütz nicht überhitzt. Da kommen sie! Ne? So. Wo kommen die nächsten? Winkel. Ah, jetzt ist überhitzt. Geschützt hat. Ah. Hat kaum Schaden. Ein paar Granaten mit dem Ausfall. So. Auch noch eine gute Minute verteidigen. Gut, ich hau jetzt ab. Ich krieg hier zu viel ab. Ich sehe sie. So, Mission geschafft. War ein bisschen primitiv, aber passt schon. Thank you.
Ja, okay, das war nun Bronzestern, ja, weil ich nicht rumgelaufen bin. Aber sonst passt das schon. Während Spartan Davis weiter auf dem Mond kämpfte, wurden Spartan Palmer und einige UNSC-Truppen auf die Oberfläche von Brathios V verlegt, um dort Eindringlinge abzuwehren. Zahlen- und waffentechnisch unterlegen? Spartan Palmer sah darin kein Problem. Und Sie? So. Ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit Operation Temperate Shield. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.